Herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video mit binären Optionen und diesmal mit Finmax, einem bekannter binärer Optionen-Broker. Ich bin hier schon eingeloggt, habe etwas eingestellt, zum Beispiel die Favoriten Euro-US-Dollar eingestellt und den möchte ich jetzt auch handeln hier im 1-Minuten-Chart. Wir hatten gerade heftige Nachrichten, ihr seht es hier im Hintergrund im Chart. Das ist der Euro-US-Dollar im 1-Minuten-Chart. Ich benutze hier den MetaTrader 4 zur Analyse. Ihr könnt natürlich auch andere Chart-Programme nutzen, ist gar kein Problem. Bei Finmax. Er lässt sich ein Konto ab 250 Euro eröffnen. Link zur Anmeldung findet ihr unten in der Beschreibung. Wir werden jetzt hier zusammen ein bisschen traden. Ich werde euch zeigen, wie ich handle. Werde hier 100 Euro einsetzen bei diesem Konto von 5000 Euro. Ist, denke ich mal, ein super Wert. Wir haben 2% Risiko vom Gesamtkapital dann pro Einsatz. Ich werde jetzt hier schauen, dass ich hier gleich trade. Wir werden uns das gemeinsam anschauen, den Chart. Und ich habe noch für euch einen besonderen Deal, und zwar wenn ihr unten in der Beschreibung auf den Link klickt, dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite. Dort könnt ihr einen kostenlosen Trade ergattern bei Finmax. Und zwar ist das für die Anfänger, die mit dem Trading starten. Bei Finmax ist es die Möglichkeit, wenn ihr den Trade im Verlust schließt, den ersten Trade, bekommt ihr nochmal hier den eingesetzten Betrag wieder zurück von Finmax. Das ist ein Bonusangebot von Finmax, lohnt sich auf jeden Fall für den ersten Trade. Falls der im Verlust sein sollte, dann könnt ihr ihn hier nutzen, über den Link unten in der Beschreibung. So, schauen wir uns das an, Euro-US-Dollar. Sehr interessant jetzt, er ist bei den Nachrichten nach oben geschossen, kann sich anscheinend hier auch halten, so wie wir das sehen durch diesen Docht. Er kann sich anscheinend hier oben halten, das heißt, wir werden jetzt hier, denke ich mal, erstmal nichts nach unten sehen. Die Möglichkeit wäre jetzt hier nochmal reinzugehen, nach oben. Wir sehen ja aber jetzt, der fällt schon wieder. Das ist nicht, natürlich nicht so gut. Sollte er jetzt nach oben schießen, werde ich reingehen. Ja, ich gehe rein. Ich bin direkt drinnen mit über den 60 Sekunden im Handel. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, weil ihr müsst immer schauen, wann läuft das Ganze ab hier. Seht ihr aber hier transparent eigentlich immer eingestellt. Und es kann auch sein, dass hier der über 60 Sekunden Trade manchmal auch 2 Minuten läuft. Wenn ihr dann im letzten Zeitpunkt die Sekunde erwischt, kann das sein. Wir sehen jetzt hier bei meinem Trade 1 Minute 40. Ich gehe aber davon aus, der wird noch weiterhin steigen. Ja, das sieht sehr gut aus. Sehr gut. Schon mal. Jetzt zappelt natürlich ein bisschen rum. Bei diesem Trade. Jawohl, der geht jetzt schön nach oben. Der geht schön nach oben, so wie ich mir das vorstelle. So genau sollte das sein. 79% Rendite hier bei Finmax. Im Euro-US-Dollar ist, denke ich mal, ein guter Wert. Bei den kurzfristigen, also fast 80%. Ja, sehr hoher Wert im Vergleich zu anderen Brokern. 80% ist immer ja, gut dabei. Kann man ordentlich auf jeden Fall handeln. Ah, jetzt schießt er nochmal runter. Also ihr seht schon, hier ist mächtig Bewegung im Markt nach diesen Nachrichten. Ich kann euch das auch nochmal zeigen, welche Nachrichten da eben waren. Aber wir sehen, der Kurs läuft für mich. So, schauen wir uns das nochmal hier an. Welche Nachrichten waren eben um 14.30 Uhr? Es waren aus den USA die Einzelhandelsumsätze. Wird dieser Trade im Geld landen? Wird er oder nicht? Es sieht jetzt hier schon mal richtig schlecht aus für mich. Es ist so ein knappes Ding, aber ja, er ist weiter gestiegen und in der letzten Sekunde nochmal reingehopst. Wir sehen auch immer die Einstiege bei Finmax. Über die Einstiege kann ich sagen, bei Finmax ist es wirklich optimal, wie ihr hier reinkommt in einen Trade. Ihr habt es gesehen, es wird auch immer optimal abgerechnet. Ihr könnt auch hier das Ganze im kostenlosen Demokonto zum Beispiel testen bei Finmax. Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und ihr zahlt, fangt direkt an mit einer 250 Euro Einzahlung. Ja, das war der erste Trade von mir. Den haben wir jetzt hier gewonnen. Wir haben einen Gewinn gemacht, ja, von 79 Euro bei diesem Einsatz von 100 Euro. Das ist schon mal sehr gut für einen Freitag. Ich schaue mir das nochmal hier genauer an. Ja, es sieht so aus, als ob wir vielleicht doch in eine Korrektur reinkommen, weil der Markt einfach nicht höher geht. Sieht danach aus, es könnte sein, dass wir jetzt hier sogar nach unten handeln könnten. Ups, das will ich nicht. Ich will 100 Euro einsetzen. So, ja, ich gehe hier rein nach unten. Wurde nicht reingelassen, ich gehe jetzt hier rein. Okay, jetzt läuft dieser Trade wieder 2 Minuten. Sehen wir hier immer die Ablaufzeit hier hinten. Aber das sieht sehr, sehr, sehr stark nach einer Korrektur aus. Jetzt gerade hier im Markt, wie wir das sehen. Der Markt wird nicht höher gepusht. Jawohl, und er geht schon super bei mir in meine Richtung. Bam, boah, geht er ab. Die
Korrektur kommt jetzt richtig rein. Sehr, sehr geil. Natürlich müssen wir hier unten wieder aufpassen, nicht, dass er jetzt hier einmal runter geht und zack, wieder hoch. Das wäre nicht optimal. Ja, wir haben hier wirklich nur nach dem Chart. Brauchen wir nichts anderes. Ich schaue mir an, wo stoppt der Markt, wo will er eventuell drehen. Haben wir noch eine Möglichkeit, den Trend zu folgen, so wie eben hier. Der Kurs ist nicht direkt gefallen, sondern hier höher gepusht. War die Möglichkeit, einen Long zu traden. Ja, der sieht bombenmäßig aus. Wahnsinn. Dieser Trade, der Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr guter Trade. Jetzt darf er natürlich nicht nach oben schießen. Das wäre der Wahnsinn. Der läuft noch eine Minute hier, der Trade. Richtige 60 Sekunden könnte man dann über die 30 Sekunden-Funktion traden. Ist jetzt aber in meinem Fall wirklich nicht schlimm, ob ich jetzt hier 60 Sekunden trade oder eine Minute oder zwei Minuten und ein bisschen weniger. Ist wirklich nicht schlimm, da ich hier wirklich große Bewegungen immer mitnehme, so wie ihr das seht hier im Chart. Ja, das waren es jetzt eigentlich schon. Zwei gute Trades gemacht hier um 14:30 nach den Nachrichten. Optimal ausgenutzt. Aber nach den Nachrichten kommt meistens immer eine Korrektur nach unten. Das ist einfach so. Müsst ihr euch mal die Nachrichten anschauen der letzten paar Wochen. Da seht ihr das immer im Chart. Meistens kommt dann hier eine Korrektur nach unten. Und die kann man da natürlich so mitnehmen. So wie ich jetzt hier gerade. Wir sehen das hier. Bam, bam. Nach unten. Ich habe hier vorne schon mal ein bisschen getradet. Da sehen wir, da hatte ich zwei Verluste. Da hatte ich hier wieder einen fetten Gewinn. Bei den Nachrichten habe ich mich richtig positioniert. Und jetzt haben wir nochmal zwei Gewinn-Trades. Ja, ich mache auch nicht immer zu 100% Gewinne. Das passiert. Aber jetzt mit den zwei Trades hier gebe ich mich nochmal zufrieden. Wir haben wirklich eine gute Rendite jetzt erwirtschaftet in diesem Video. Zwei Trades, 60 Sekunden. Ich werde jetzt hier auch erstmal abwarten. So wie der Chart gerade hier ausschaut, könnten wir jetzt nichts machen. Da könnten wir jetzt nichts machen, müssten wir jetzt hier abwarten. Eventuell hier unten nach einem Long gucken oder hier oben nach einem Short. Ja, das war es eigentlich zu Finmax heute zu diesem kleinen Video. Jetzt ja nochmal in wirklich wenigen Minuten das kurz getradet nach den Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten getradet. Kann man so machen, so wie ich euch das gezeigt habe in diesem Video, kann man so machen bei Finmax. Link zur Anmeldung findet ihr übrigens unten in der Beschreibung, auch den Test- und Erfahrungsbericht. Und dort könnt ihr euch nochmal hier ein kostenloses Konto erstellen. Ihr könnt mit einem risikofreien Trade starten. Ist eine sehr gute Möglichkeit. Falls ihr doch mal am Anfang einen raushaut, könnt ihr das nutzen. Oder eben auch im kostenlosen Demokonto. Finmax ist von mir ein empfohlener Broker. Habt ihr auch bei mir im Broker-Vergleich gesehen. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, Link dazu auch in der Beschreibung. Also Finmax ist hier aber auch wirklich top. Gute Einstiege. Schnelle Auszahlung, Einzahlung, guter Support, deutscher Support vor allen Dingen. Rendite ist auch okay, 80%. Und dann seid ihr auf jeden Fall sehr gut dabei bei dem Handel hier. Mindesteinsatz müsste, müsste 10 Euro sein bei diesem Broker. 10 Euro Mindesteinsatz oder 5 Euro, ich bin mir gerade nicht sicher. Muss ich nochmal nachschauen. Aber das sollte, denke mal, kein Problem sein. Ja, ja, das war's von mir zu diesem Video. Kleines, kurzes Video nach den Wirtschaftsnachrichten gehandelt. Mit sehr wenig Risiko, würde ich sagen. Sehr wenig Risiko. Ihr könnt hier nur diesen risikofreien Trade bekommen natürlich. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und happy trading noch am Freitagnachmittag, 14:40. Kann man nochmal was machen. Bis dann. Ciao.